So, jetzt ist 5 nach 8, dann würde ich sagen, fangen wir an. Nochmal guten Abend alle zusammen. Schön, dass ihr da seid. Jetzt musste ich erstmal meinen Bildschirm teilen. So, das müsstet ihr jetzt alle sehen. Ein bisschen die Ansicht anpassen. Okay. Gut, ja, also heute ist der erste Dienstag im Monat. Das heißt, es gibt einen Vortrag von mir heute zum Thema Aquaponik, Gehirn, Nahrung lokal selber züchten. So, und ich möchte erstmal kurz zeigen, wie das in die Mineralienwende-Vision einzuordnen ist, weil wir haben ja bei der Mineralienwende 3 Schritte. Oder 3 Ebenen, auf denen wir wirken wollen. Schritt 1, der kurzfristige Schritt, Versorgung des Menschen mit Mineralien. Und dazu zählen halt auch andere Mikronährstoffe und Nährstoffe im weitesten Sinne. Und damit eben auch die Omega-3-Fettsäuren, die hier als die Gehirnnahrung gelten. Dann zweiten Schritt, mittelfristig, geht es um die Versorgung der Pflanzen mit Mineralien. Auch das passt hier zum Thema. Werdet ihr gleich noch sehen, warum. Und der Schritt 3, der langfristige Schritt, ist das Schließen der Nährstoffkreisläufe. Auch das passt natürlich zur Aquaponik, weil in der Aquaponik geht es ja darum, eigentlich einen kleinen Nährstoffkreislauf zu erschaffen. So, um was geht es jetzt in dem Vortrag heute? Erstmal um Aquaponik ganz allgemein und relativ knapp. Dann um die Bedeutung von Omega-3 und für unser Gehirn vor allem. Dann lokale Gehirnnahrung, wie man Graskarpfen und Wasserlinsen in Aquaponik integrieren kann. Und am Ende geht es noch um meine eigenen Erfahrungen mit meiner Anlage, die ich gebaut habe vor etwa einem Jahr und immer noch betreibe. So, Aquaponik, was ist das eigentlich? Also das Wort Aquaponik setzt sich zusammen aus Aquakultur und Hydroponik. Aquakultur meint ja die Zucht von aquatischen Organismen im weitesten Sinne. Meistens meint man damit einfach nur Fischzucht. Und die Hydroponik ist die Kultur von Pflanzen ohne Erde, also meistens in einer anorganischen Nährlösung. In dem Fall ist es aber so, dass die Pflanzen nicht in einer anorganischen Nährlösung wachsen, sondern im Fischabwasser, was also organisch ist. Und die Pflanzen wiederum dienen als Wasserfilter für die Fische. Das heißt also, die Nährstoffe, die die Fische ausscheiden über den Kot, das wird von den Pflanzen aufgenommen, die wachsen und filtern dadurch das Wasser, sodass man sich quasi eine aufwendige Filteranlage, wie es in der Aquakultur üblich ist, spart. So, ganz kurz zum Aufbau. Was man hier sieht, ist das ja wahrscheinlich das häufigste Standardmodell in der Aquaponik. Es gibt ganz viele verschiedene Varianten, aber das ist so das gängigste Modell. Das habe ich aus diesem, ja, aus diesem Dokument. Das ist ein PDF, das heißt Small Scale Aquaponic Food Production. Das ist von der FAO, also der Food and Agriculture Organization of the United Nations. Und das Ding ist, das findet man online. Also ich habe hier noch die Quelle angegeben. Man findet es aber auch, wenn man bei Google einfach eingibt, Aquaponics und FAO. Da kann man sich das direkt runterladen und das ist extrem umfangreich, das sind knapp 300 Seiten und da steht eigentlich das Wichtigste, was man auf jeden Fall wissen muss zu Aquaponik. Und bevor irgendjemand eine Anlage baut, würde ich auf jeden Fall dazu raten, dieses Ding zum großen Teil sich anzugucken und durchzulesen. So, und ungefähr diesen Aufbau habe ich eben auch bei mir, da kommen wir später noch dazu. Also es gibt hier eben diese drei Beete, die meistens mit Kies gefüllt sind, wo die Pflanzen drin wachsen. Hier in dem großen Container, da sind die Fische drin. Und hier in diesem kleinen Tank, der hier unten aufgestellt ist, da ist die Pumpe drin. Und die läuft eigentlich kontinuierlich und pumpt Wasser von hier unten nach oben in den Fischtank. Und vom Fischtank läuft dann das Fischabwasser über dieses Rohr in die drei Beete, wo die Pflanzen drin wachsen. Und von da aus läuft das Wasser durch den Kies hier unten raus, wieder in diesen unteren Tank zurück. Ist also ein ständiger Kreislauf. Die Fische muss man natürlich füttern, die erzeugen dadurch Kot und dadurch kommen die Nährstoffe und so läuft das alles rund in einem System. So, Vor- und Nachteile der Aquaponik.
Also ein großer Vorteil ist das starke Pflanzenwachstum. Das werde ich dann später auch nochmal zeigen anhand von Bildern. Es gibt im Grunde kein Unkraut, was man da zupfen könnte, weil das eben einfach erhöht steht. Und wenn, dann kann man es extrem leicht rauszupfen, weil es eben alles in Kies wächst. Man braucht es nicht gießen, man kann es also sehr gut automatisieren. Schnecken gibt es eigentlich auch kaum, wenn dann ganz wenige, weil die müssen ja den ganzen Weg nach oben kriechen, was nur wenige schaffen. Und es gibt keine Wühlmäuse. Das ist bei mir ein ganz wichtiger Faktor, weil hier, wo ich bin, sind Wühlmäuse ohne Ende. Und jedes Mal, wenn ich irgendwas in Erde pflanze, muss ich Angst haben, dass es am nächsten Tag weg ist. Es passiert leider sehr häufig. Und ein ganz wichtiger Punkt, auch im Hinblick auf die Mineralienwende, es gibt keine Nährstoffauswaschung. Es sei denn, mir geht eine Dichtung kaputt oder so. Aber in diesem System ist es wirklich so, alle Nährstoffe, die da drin sind, die bleiben auch da drin und zirkulieren da sozusagen ewig drin. Nachteile sind, man muss sich natürlich irgendwie um die Fische kümmern. Und um Fische muss man sich häufiger kümmern als um Pflanzen. Man ist abhängig von Technik und von Strom. Wobei die Technik, die ist sehr überschaubar. Also man braucht eine Pumpe, die das Wasser fördert und eine Luftpumpe, also so ein Luftausströmer, damit die Fische genügend Sauerstoff im Wasser haben. Das war's schon, also diese zwei Sachen. Und Strom, ja, man braucht entweder einen Stromanschluss oder es geht auch relativ einfach mit Solar. Also ich glaube, der Verbrauch für ein so ein System liegt irgendwie bei 10 oder 15 Watt. Das kriegt man relativ leicht hin mit einem Solarpanel von so einer Größe, irgendwie zwei DIN A4 Seiten oder so ungefähr von der Fläche. Das ist nicht so das Problem. Der Aufbau ist relativ aufwendig und auch kostenintensiv. Da komme ich noch dazu. Es ist sehr Know-how-intensiv. Also man muss wirklich wissen, was man macht, bevor man das beginnt. Habe ich auch schon gesagt, am besten vorher dieses PDF sich runterladen von der FAO. Und das studieren, bevor man damit anfängt. Sonst, ja, unterlaufen einem einfach Fehler, ganz sicher. Und man ist abhängig von Fischpellets. Und da ist dann natürlich wiederum der Kreislauf nicht perfekt geschlossen, weil ich muss natürlich von extern, also von außen, muss ich mir diese Fischpellets besorgen. Und ich werde auch später noch darauf zurückkommen, warum ich das kritisch sehe, von Fischpellets abhängig zu sein. Aber es muss auch nicht sein. Ich möchte hier eine Alternative vorstellen, die einen eben unabhängig von Fischpellets macht. So, dann kommen wir zum Omega-3 und unserem Gehirn. Wenn ich Omega-3 sage in dem Zusammenhang hier, dann meine ich die langkettigen Omega-3-Fettsäuren. Man sieht hier die kurzkettige Omega-3-Fettsäure, die heißt ALA. Das ist eine Abkürzung für Alpha-Linolensäure. Und die finden wir vorwiegend in Pflanzen. Also so ziemlich alle Omega-3-Fettsäuren, die in Pflanzen vorkommen, sind genau diese ALA. Und die lässt sich umwandeln in DHA und EPA. Das sind eben diese Omega-3-Fettsäuren, die langkettig sind und die auch diese ja, großen Vorteile haben für unsere Gehirnentwicklung, für antientzündliche Wirkungen und noch ganz viele andere Sachen. Und dann gibt es eben noch die Omega-6-Fettsäuren, da will ich auch noch mal kurz drauf eingehen. Die häufigste in den Pflanzen ist die Linolsäure und die wiederum können wir umwandeln in die Arachidonsäure. Und diesen Umwandlungsschritt, den können wir relativ gut, also von LA zu AA. Und den Umwandlungsschritt von ALA, also der kurzkettigen Omega-3-Fettsäure, zu EPA und DHA, den können wir auch, aber wir können es nicht gut. Also wir können es überhaupt nicht gut. Wir können wenige Prozente umwandeln und das reicht leider nicht aus, um uns mit diesen langkettigen Omega-3-Fettsäuren ausreichend zu versorgen. Hauptsächlich kommen die vor in Fisch und Algen, deswegen nennt man die auch marine Fettsäuren. Und insgesamt kommen diese längerkettigen Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren in tierischen Geweben vor. So, Nahrungsquellen für EPA und DHA sind, wie gesagt, eigentlich nur tierischen Ursprungs. Wenn man es genauer nimmt, zählen Algen auch noch dazu, was die meisten aber halt nicht regelmäßig konsumieren. Und hier ist mal ein Beispiel von einer typischen Aufnahme aus England.
die im Schnitt 244 Milligramm pro Tag aufnehmen an EPA und DHA. Und hier sieht man eben, in welchen Lebensmitteln das hauptsächlich ist. Also was hier hervorsticht, ist Poultry, also Geflügel. Und ja, auf jeden Fall hier Fettfisch, also so Kaltwasserfisch, sowas wie Lachs zum Beispiel. Also auf jeden Fall alles, was irgendwie fischig ist, enthält Omega-3 und da ganz besonders die Kaltwasserfische, die eben fettreich sind. Also der ganz überwiegende Teil von EPA und DHA, was die Engländer zu sich nehmen, kommt von Fisch. Das ist auch in anderen Ländern so. Der Fischkonsum in den Ländern dieser Welt, der variiert extrem, sieht man hier. Die Japaner essen im Schnitt 950 Milligramm EPA und DHA pro Tag. Das ja, ist wahrscheinlich fast das Höchste im weltweiten Durchschnitt, Vergleich. Und die Australier zum Beispiel nur 143 Milligramm. Also sehr, sehr viel weniger, weil sie einfach weniger Fisch essen. So, was macht jetzt Omega-3, also die langkettigen Omega-3-Fettsäuren, so wichtig für unsere Gehirnentwicklung? Da gibt es mittlerweile auch schon zig Studien, die hier finde ich besonders eindrucksvoll. Und man kann hier eben ganz klar sehen, dass wenn man sich jetzt fragt, wann ist denn der beste Zeitpunkt, Omega-3 zu sich zu nehmen, wenn es einem um die Gehirnentwicklung geht, da muss man ganz klar sagen, bevor man geboren wird. Ja, also das ist eigentlich die Sache der Eltern. Man muss einfach hoffen, dass die das gemacht haben. Und ja, genauso sollte man das auch für seine Kinder als wichtig erachten. Und die wiederum müssen es für ihre Kinder regeln. Also das, was vor der Schwangerschaft passiert, ist das Wichtigste. Hier wurde also untersucht, was passiert, wenn man die Mütter mit DHA und EPA versorgt in der Schwangerschaft und auch danach, weil danach ist es auch noch relativ wichtig, also direkt danach, weil über die Muttermilch das DHA und EPA ans Kind weitergeleitet wird. Und es macht halt hier einen IQ-Unterschied von, also von IQ kann man nicht richtig sprechen, weil das sind jetzt Vierjährige. Das ist aber ein anderer Wert, der aber relativ vergleichbar ist mit IQ, weil man halt nicht einen normalen IQ-Test mit einem Vierjährigen machen kann, logischerweise. Und man sieht halt hier, der Unterschied ist, also die eine Gruppe hat Lebertran bekommen, die andere Gruppe hat Maisöl bekommen, was so gut wie keine Omega-3-Fettsäuren hat, eher Omega-6 und langkettige Omega-3 ist schon gar nicht. Und der ja, Unterschied ist halt so irgendwas 5 bis 6%. Das erscheint vielleicht erstmal nicht viel, ist es aber. Ja, das kann einen deutlichen Unterschied in der Entwicklung des Menschen machen. Und man sieht hier auch, die haben auch den kleinen Kindern die Kinder in Gruppen unterteilt, also mit und ohne Supplementierung von dem gleichen Lebertran, was die Mütter bekommen haben. Und es macht kaum Unterschied. Also es ist sicherlich sinnvoll, das zu tun. Auch als Erwachsener ist die Supplementierung wichtig. Aber wenn es jetzt wirklich darum geht, den Intelligenzquotienten zu steigern und wirklich maximale Potenzialentfaltung zu haben, dann ist es Allerwichtigste, dass das Kind das bekommt, bevor es auf die Welt kommt. Das sieht man hier ganz deutlich. So. Und hier habe ich noch eine ganz interessante Studie gefunden. Da wurde verglichen, wie wichtig DHA in der Muttermilch ist im Vergleich zu den Bildungsausgaben pro Land. Und die haben geguckt, wie gut die Kinder abschneiden im PISA-Test. Ich glaube, das war genau, das war jetzt speziell für Mathematik. Also der PISA-Mathematik-Test wurde hier herangezogen als Parameter. Und festgestellt wurde, der DHA-Gehalt in der Muttermilch ist wichtiger als die gesamten Bildungsausgaben pro Kopf. Das finde ich sehr spannend. Da kann man nämlich eigentlich sagen, Schule oder in welche Schule man ein Kind jetzt steckt, ist gar nicht mal so wichtig. Wichtiger scheint es, was es auf dem Teller bekommt. So. So unterm Strich kann man das so ausdrücken. Ganz wichtig, die Dosis. Es gibt unzählige Omega-3-Studien mittlerweile und ganz viele davon stellen fest, dass sie eben keinen Unterschied feststellen bei der Supplementierung. Und wenn man das aber mal ordnet, je nachdem, wie viel die genutzt haben, also in welcher Dosierung supplementiert wurde, dann stellt man fest, wenn ja, um 500 Milligramm oder weniger genutzt wurden, dann hat das keine
Leistungsvorteile sozusagen. Und wenn man mehr als 500, am besten noch mehr als 1500 Milligramm supplementiert, dann sieht man eben, dass es deutliche Vorteile hat für die Hirnfunktion. Also die Dosis ist absolut entscheidend. Dann gibt es immer wieder die Diskussion, was ist jetzt besser, Fischöl oder Algenöl? Algenöl hat also im Verhältnis mehr DHA. DHA gilt eher so als die Fettsäure, die wichtiger fürs Gehirn ist, und EPA gilt mehr so für entzündungshemmende Effekte, aber so richtig unterteilen kann man das auch nicht. Das ist eher eine zu starke Vereinfachung aus meiner Sicht. Und das Algenöl enthält eben, wie gesagt, kaum EPA und auch andere Fettsäuren, die wichtig scheinen, wie DPA und Omega-7 und 11, sind auch nicht drin, was das Fischöl eben schon hat. Algenöl sind in der Regel teurer, aber auch nachhaltiger. Fischöl ist eben nicht wirklich nachhaltig, weil der Fischfang an sich einfach nicht nachhaltig ist. Wir haben einfach überfischte Meere größtenteils, und da ist es natürlich schwierig, nachhaltiges Fischöl zu produzieren. Ja, ganz logisch. Meist geringere Schadstoffbelastung, auch das ist ein wichtiger Punkt, weil unsere Meere mittlerweile leider auch nicht mehr die saubersten sind. Ja, wir kippen da halt alle möglichen Sachen rein, die da nicht hingehören, direkt und auch indirekt. Und das Algenöl, das wird eben in, ja, gesonderten Containern produziert. Das hat mit dem Meer eigentlich gar nichts mehr zu tun. Deswegen kann man die Bedingungen relativ gut kontrollieren, und deswegen sind da auch kaum Schadstoffbelastungen zu finden. So, und ich habe immer noch keine richtig gute direkte Vergleichsstudie gefunden, wo Fischöl mit Algenöl verglichen wird. Finde ich total seltsam, dass es immer noch keiner gemacht hat. Oder vielleicht hat es schon jemand gemacht und ich finde es nicht. Aber ja, falls jemand was hat, gerne her damit. Ich habe vor, es ist jetzt schon einige Jahre her, das Buch Die Algenölrevolution gelesen vom Dr. Michael Nehls, der jetzt mittlerweile schon richtig berühmt ist, sogar international. Mit seinem Thema jetzt das indoktrinierte Gehirn. Das hat auch viel mit Omega-3 zu tun, aber auch noch anderen Dingen. Und er hat eben damals geschrieben, dass die Fischölproduktion nicht annähernd ausreicht, um alle Menschen auf dieser Welt ja, zu versorgen. Aus seiner Sicht ist die Versorgung mit Omega-3 für die Menschen ein ganz entscheidender Punkt für die Gesellschaft, weil er meint, dass die Empathiefähigkeit eines Menschen direkt davon abhängt, wie gut er mit den langkettigen Omega-3-Fettsäuren versorgt ist. Deswegen ist es laut ihm absolut entscheidend, dass nach Möglichkeit eben jeder Mensch Zugriff hat auf EPA und DHA. Und da eben die Fischölproduktion für alle nicht ausreicht, empfiehlt er, dass man das mit Algenöl tut. Und er argumentiert es so, dass die Fische ja auch nur deswegen viel EPA und DHA enthalten, weil sie sich entweder direkt von Algen oder von anderen Fischen ernähren, die sich wiederum von Algen ernähren. Also ganz unten in der Nahrungskette sind immer die Algen im Ozean. Und dadurch werden diese langkettigen Fettsäuren eben aufkonzentriert. So, das ist auch richtig. Aber es gibt auch eine andere Möglichkeit, wo ich gleich drauf zu sprechen kommen werde. So, jetzt möchte ich noch mal kurz die gängigen Möglichkeiten vergleichen, wie man sich mit DHA und EPA versorgen kann. Vom Algenöl haben wir gerade gesprochen. Ich habe das mal verglichen mit Fischöl, Eiern, Seefisch und Zuchtfisch. Also wenn es um den Preis, das ist übrigens, was ich da hingeschrieben habe, das ist jetzt so meine subjektive Einschätzung. Das habe ich jetzt nicht alles ausgerechnet, ist auch nicht wirklich möglich, weil es gibt verschiedene Marken, verschiedene Qualitäten, schwankende Preise und so weiter. Das ist alles sehr grob und nicht so 100% genau. So, also den Preis habe ich verglichen, den Preis pro Menge DHA und EPA. Der ist in Algenöl hoch. Also was zahlt man da? Mindestens 1 Euro pro Tag, sage ich mal, 1 bis 2 Euro eher. Beim Fischöl mittel bis hoch. Es gibt eben auch relativ billige Fischöle, wo ich aber vorsichtig wäre. Eier ist es sehr hoch, weil Eier sind zwar an sich jetzt nicht so teuer, aber die enthalten einfach nicht so viel DHA und EPA. Es gibt spezielle Omega-3-Eier, wo die Hühner mit Leinsamen gefüttert werden. Leinsamen sind reich an kurzkettigen Omega-3-Fettsäuren, also dieses ALA. Und das Huhn kann das relativ gut umwandeln in DHA.
Aber auch da ist die Konzentration nicht annähernd so hoch wie in einem Seefisch zum Beispiel. Seefisch ist eben auch ja, relativ teuer und Zuchtfisch nicht ganz so. Aber ja, also eigentlich ist es nicht möglich, für ganz wenig Geld sich optimal mit DHA und EPA zu versorgen. Es funktioniert einfach nicht. Es ist einfach eine insgesamt teure Geschichte. Nachhaltigkeit bei Algenöl ist auf jeden Fall gegeben, bei Fischöl leider nicht. Bei Eiern ist es zumindest möglich, kommt darauf an, wie man die Hühner ernährt. Seefisch, nein, einfach durch diese Überfischung. Und Zuchtfisch auch nein, weil die Art und Weise, wie wir heutzutage die Aquakultur betreiben, ist einfach so, dass wir sehr stark von Fischmehl abhängig sind und das wiederum kommt natürlich durch den Fischfang. Die Konzentration von den langkettigen Omega-3-Fettsäuren ist in Algenöl sehr hoch, in Fischöl natürlich auch, in den Eiern wie gesagt niedrig, in Seefisch hoch, in Zuchtfisch mittel. Also Zuchtfisch ist hat immer weniger Omega-3-Fettsäuren als Seefisch, weil die zusätzlich auch noch mit ja, Getreideerzeugnissen ernährt werden und Soja, Sojaöl teilweise auch. Und das verschlechtert dann eben dieses Omega-3 zu Omega-6-Verhältnis und auch die Gesamtmenge an den wichtigen Omega-3-Fettsäuren. Belastungen haben wir im Algenöl normalerweise keine. Im Fischöl ist es sehr unterschiedlich. Es gibt Fischöle, die sind kaum belastet und es gibt auch welche, die sind übelst belastet, weil zum einen kann es ranzig sein, das würde ich auch als Belastung bezeichnen, also wenn es einfach oxidiert ist und schon so richtig fischig schmeckt und riecht. Und die können teilweise auch Schwermetalle enthalten, weil sich das im Fisch natürlich im Fettgewebe anreichert, sowas wie Methylquecksilber. Eier kaum. Seefisch hoch, weil er eben aus dem Meer kommt. Zuchtfisch, also ein bisschen weniger, weil eben ja Fischmehl zwar gefüttert wird, aber größtenteils Getreideerzeugnisse und Soja. Und noch ganz wichtig, wir betrachten zwar jetzt die langkettigen Omega-3-Fettsäuren, aber es gibt natürlich auch noch Proteine und weitere Nährstoffe, die wichtig sind, vor allem wenn man über Fisch spricht. Das hat man im Algenöl und im Fischöl natürlich nicht. Und in den Eiern und Fisch aber natürlich schon. Ja, deswegen ist dieser Vergleich Preis pro DHA und EPA ja nicht so ganz einfach, weil beim Fisch hängt natürlich auch noch eine ordentliche Proteinportion mit dran. So, wie kann man jetzt Gehirnnahrung lokal produzieren? Es ist also möglich, so ähnlich wie ich das, nicht so ähnlich, eigentlich genauso wie ich es beim Huhn erklärt habe, der Fisch, einige Fische sind eben in der Lage, diese kurzkettige Omega-3-Fettsäure in die langkettigen zu überführen. Und das kann zum Beispiel der Graskarpfen sehr gut, weil es ein ausgesprochener Pflanzenfresser ist. Und das ist also kein Meeresfisch, sondern ein Süßwasserfisch. Und auch ein sehr beliebter Speisefisch in Asien. Und außerdem ist er robust und kälteresistent, was ihn sehr interessant für die lokale Produktion hier macht. Das könnte man jetzt nicht marines DHA und EPA nennen, weil ja, es kommt in dem Fall eben nicht aus dem Fischmehl, so wie in der Aquakultur, sondern aus Pflanzen, die man hier in Teichsystemen züchtet, die Wasserlinsen. Und ich habe das jetzt mal verglichen. Also ein Wildlachs verglichen mit einem Zuchtlachs, verglichen mit einem Graskarpfen, der nur, ganz wichtig, der nur mit Wasserpflanzen gefüttert worden ist, die gar kein DHA oder EPA enthalten. Der Wildlachs, der futtert natürlich nur, was in seiner natürlichen Umgebung vorkommt. Das basiert also alles auf den Algen. Der kriegt also EPA und DHA ohne Ende und das sieht man auch in seinem Gewebe. Und der Zuchtlachs, der ist irgendwie so ein Zwischending. Also der kriegt auch Fischmehl, aber auch, wie gesagt, Getreide und Soja. Und man sieht jetzt, der Zuchtlachs enthält deutlich weniger EPA und DHA als der Wildlachs, logischerweise. Und der Graskarpfen, der liegt aber irgendwo zwischen den beiden. Was interessant ist, weil der hat ja gar kein DHA und EPA bekommen. Habe ich eben aus dieser Studie hier. Und da wurde der nur, wie gesagt, mit Wasserpflanzen, mit Elodea gefüttert. Das ist die Wasserpest. Der hat nichts anderes bekommen und daraus kann man natürlich folgern. Der ist ganz gut darin,
dieses DHA und EPA selber herzustellen. So, handelsübliches Fischfutter, also auch das, was verkauft wird und das, was natürlich auch in der Aquakultur eingesetzt wird. Da habe ich jetzt mal so ein Beispiel rausgesucht. Da steht Zusammensetzung Getreide und pflanzliche Nebenerzeugnisse, Maismehl, Weizenmehl, Fischmehl, Sojaschrot und Vitaminvormischung. So, und das trifft auf wahrscheinlich über 90% des handelsüblichen Fischfutters zu. Fischmehl ist teuer, deswegen wird versucht, den Preis zu drücken, indem man Getreide und pflanzliche Nebenerzeugnisse noch mitverarbeitet. Sojaschrot wird benutzt, um den Proteingehalt ein bisschen anzuheben, was Getreide nicht so viel hat. Und ja, genau, Rohprotein ist dann bei 28%. Rohasche 6,5%, das sind halt die Mineralien. Rohfett 3,5 und Rohfaser auch 3,5, genau. Und das im Vergleich zu den Wasserlinsen. Die haben also ein Proteingehalt bis zu 45%. Also nicht 28, sondern 45. Und dadurch eignen sich diese Wasserlinsen eben extrem gut als Fischfutter. Das ist, also wenn man es mit anderen Pflanzen vergleicht, findet man eigentlich kaum eine andere Pflanze auf dieser Welt, die so einen hohen Proteingehalt hat. Also in der Gesamtpflanzenmasse. Die Wasserlinsen, die wachsen exponentiell. Die können sich also alle 2 bis 3 Tage unter Optimalbedingungen teilen. Also das heißt, die wachsen eigentlich mehr so wie Bakterien tatsächlich. Und es ist möglich, damit bis zu 25 mal mehr Protein zu produzieren pro Fläche als mit Soja, weil die einfach so wahnsinnig schnell wachsen. Wichtig ist, dafür brauchen die extrem viel Nährstoffe und auch für diesen Proteingehalt von 45% muss das Wasser extrem nährstoffhaltig sein. Wenn man die jetzt aus irgendeiner Pfütze fischt, dann werden die sehr wahrscheinlich keine 45% haben. Also wenn die in relativ sauberem Wasser wachsen, dann kommen die teilweise nicht mal über 20%. Also es ist sehr entscheidend, wie diese Wasserlinsen erzeugt werden. Und ganz wichtig, die haben ein günstiges Fettsäureverhältnis. Das heißt, die haben deutlich mehr Omega-3 als Omega-6-Fettsäuren. Ganz im Unterschied zu Getreide und Soja. Getreide und Soja ist ganz stark Omega-6-lastig, hat wenig Omega-3 und viel Omega-6. Und bei den Wasserlinsen ist es genau umgekehrt. Und ein großer Nachteil, die Wasserlinsen haben 95% Wassergehalt. Und das macht sie sehr schwer zu transportieren. Und trocknen ist auch schwierig. Das ist der große Nachteil. Nochmal im Vergleich, Proteinproduktivität von Pflanzen, das ist was aus meiner Doktorarbeit. Und hier sieht man eben im Vergleich Weizen, Reis, Mais, Hülsenfrüchte, Alfalfa, also Luzerne. Und Azolla, das ist auch noch eine Schwimmpflanze, und Duckweed sind eben Wasserlinsen. Und was ich eben gerade gesagt habe, mit Wasserlinsen kann man 25 mal mehr Protein produzieren pro Fläche als mit Soja. Soja würde also in die Kategorie hier Hülsenfrüchte fallen. Und man sieht es auch hier, der Balken ist halt einfach etwa 25 mal höher. Und es gibt auch im Grunde keine Pflanze, die hier höher kommt. Mit Mikroalgen würde man noch relativ hoch kommen, vielleicht sogar höher, aber die sind recht technikintensiv. Aber von den höheren Pflanzen gibt es meines Wissens nach gar nichts, was an die Wasserlinse rankommt, was die Wachstumsgeschwindigkeit angeht und auch was den Proteingehalt angeht. Und wenn man sich die Proteinproduktivität von Tierhaltungssystemen anschaut, dann ist es auch recht eindeutig. Das heißt also, das Tier in Verbindung mit der Fläche, die es braucht, um das Tierfutter auch zu erzeugen. Hier unten sehen wir Rind, beziehungsweise Matten ist Schaf, glaube ich, Schwein, Geflügel, Eier und Milch. Und das hier wäre eben der Graskarpfen in Kombination mit den Wasserlinsen. Und das ist deutlich effizienter, einfach weil die Wasserlinsen so unglaublich schnell wachsen. Und man dafür viel weniger Fläche braucht als für Soja oder Weizen. So, und ich habe vor, also das habe ich in meiner Doktorarbeit gemacht, das ist auch schon ein paar Jahre her, da hatte ich mir einige Graskarpfen besorgt und die 17 Tage lang nur mit Wasserlinsen gefüttert.
Die Wasserlinsen hatte ich alle abgewogen. Also ich wusste immer genau, wie viel ich verfüttert habe. Und ich habe auch die Fische gewogen am Anfang und am Ende von diesen 17 Tagen. Habe dann festgestellt, Mikros bitte ausmachen. Ja, danke. Habe dann festgestellt, 1 Kilogramm Fisch frisst etwa 1 Kilogramm Wasserlinsen pro Tag. Das ist zwar sehr temperaturabhängig, aber das ist bei so etwa 21 Grad der Fall. Und SGR steht für Specific Growth Rate, also spezifische Wachstumsrate ist 1,5% pro Tag. Das heißt also, ein Fisch, der 100 Gramm wiegt, der wiegt nach einem Tag 101,5 Gramm. Ja, und am nächsten Tag legt er wieder 1,5% zu und so weiter. Und FCR steht für Feed Conversion Ratio, also wie effizient der Fisch ist, das aufgenommene Futter in in Körpermasse umzuwandeln. Das Rind zum Vergleich liegt da so zwischen 6 und 10. Der Zuchtfisch liegt irgendwo zwischen 1 und 2,4, was extrem gut ist. Also viel besser als der Zuchtfisch kriegt man es gar nicht hin. Und in dem Versuch lag ich eben bei 3,5. Also ich kann damit nicht mithalten mit dem Zuchtfisch. Die Fischpellets sind halt doch besser dafür geeignet, wenn es darum geht, maximal schnelles Wachstum zu erzeugen. Aber aus meiner Sicht nicht, wenn es darum geht, Qualität zu erzeugen. So, schwimmpflanzenbasierte Aquaponik. Also die Idee ist jetzt, dass man die Fische eben nicht, wie es konventionell gemacht wird, mit Fischpellets zu füttern, die aus Fischmehl und Soja und so weiter bestehen. Das ist einmal nachteilig, weil es nicht lokal ist. Ja, also das Soja kommt von Südamerika größtenteils. Das Fischmehl kommt auch sicher nicht von hier. Das kommt von ja, wahrscheinlich auch Südamerika größtenteils. Und also einmal die Abhängigkeit von nicht lokalen Ressourcen und zum anderen eben die ungünstigen Fettsäureverhältnisse, die eben dazu führen, dass der Zuchtfisch deutlich weniger Omega-3-Fettsäuren enthält als der Wildfang. So, und dieses System, also die Kombination von Wasserlinsen und Graskarpfen, ermöglicht eben die Produktion von einem sauberen Fisch mit lokalen Ressourcen. Wichtig dabei ist, da komme ich gleich noch darauf zu sprechen, dass man sehr viele Regenwürmer braucht in dem System. Man kann in diesem Aquaponik-System auch noch Spurenelemente zusätzlich düngen, was sehr wichtig ist, einmal für die Fischgesundheit und auch für die Pflanzengesundheit und dann wiederum natürlich auch für die menschliche Gesundheit. Und ja, am Ende kriegt man eine sehr mikronährstoffdichte Nahrung. Das heißt also, man zieht einmal den Fisch aus dem System als Nahrung, aber natürlich auch die Pflanzen, die darin wachsen, also Gemüse. So, ich habe das, also mein System habe ich bis jetzt hauptsächlich als Hybridsystem gefahren. Das heißt, ich habe da Fische drin und fütter die mit Wasserlinsen. Und ich fahre das System aber auch teilweise hydroponisch. Das heißt, ich dünge noch nach, weil mein Fischbestand derzeit noch zu niedrig ist, um meine Pflanzen optimal mit Nährstoffen zu versorgen. Das mache ich deswegen, weil ich mich noch nicht ganz rantraue, den Fischbestand zu erhöhen, weil ich, wie gesagt, ich habe das System jetzt 11 Monate und ich möchte den Fischbestand langsam aufstocken, um da nicht in Probleme zu geraten. So, und dabei muss man verdammt aufpassen, um was es dabei hauptsächlich geht, ist das Nitrat. Die optimale Nitratkonzentration bei der Hydroponik, die liegt bei 930 ppm. Nitrat ist also die Hauptstickstoffquelle für Pflanzen in der Hydroponik. Und in der Aquaponik ist es aber so, da darf man maximal bis 150 ppm gehen, also Milligramm pro Liter. Ansonsten läuft man Gefahr, dass man die Fische schädigt. Also wenn man dauerhaft über 150 ppm kommt, können die definitiv sterben. Das heißt, man muss da sehr, sehr genau sein. Bevor man düngt, muss man messen, um zu wissen, wo man steht mit dem Nitratwert. Und dann muss man auch genau berechnen, wie viel Nährlösung man da reinschütten darf, um eben nicht über diese 150 zu kommen. Also am besten bleibt man sogar unter 100, um auf Nummer sicher zu gehen und den Fischen keinen Schaden zuzufügen. Bei den Spurenelementen und den eigentlich auch allen anderen ja,
Nährstoffen, sowas wie Phosphor oder Schwefel, Magnesium und so weiter, die kann man eigentlich genauso hoch dosieren wie in der Hydroponik. Das macht den Fischen nichts. Das einzige Problem ist, wie gesagt, das Nitrat und da muss man eigentlich ständig ein Auge drauf haben. So, das ideale Gehirnnahrungsproduktionssystem möchte ich mal in Zahlen vorstellen, also basierend auf diesem Standardmodell, was ich am Anfang gezeigt habe. Also das besteht aus drei IBC-Containern, kann man also selber relativ einfach bauen. Das fasst insgesamt ein Volumen von 1,5 Kubikmeter Wasser. Da passen ungefähr 15 Kilo lebende Fische rein, mit einer Gemüsebeetfläche von 4,5 Quadratmetern. Und da müsste man jetzt, wenn man davon ausgeht, dass man knapp über 20 Grad Wassertemperatur hat, in der Hälfte des Jahres, also in den warmen Monaten, müsste man 15 Kilogramm Wasserlinsen jeden Tag in dieses System hineingeben. Für diese 15 Kilo Wasserlinsen pro Tag bräuchte man wiederum 55 Quadratmeter Teichfläche, wo man diese Wasserlinsen drin züchtet. Und wenn alles optimal läuft, könnte man dann aus diesem System pro Tag ein 300 Gramm Fischfilet rausziehen. Also nicht gesamter Fisch, sondern wirklich nur Filet. Und darin wiederum hätte man, wenn ich richtig gerechnet habe, mit den Daten, die ich habe, hätte man 2 Gramm EPA und DHA, also die Menge, die eben empfohlen wird, um ja den optimalen Nutzen aus der Supplementierung zu ziehen. So würde es also aussehen. Da kann man jetzt sagen, das ist aber verdammt viel Fisch, den man da jeden Tag essen muss. So ist es auch nicht gedacht. Ich möchte nur aufzeigen, wie man es machen könnte, wenn man ganz auf Supplementierung verzichten möchte und trotzdem aus Eigenproduktion seinen Omega-3-Bedarf decken möchte. So, dann kommen wir jetzt zu meinen persönlichen Erfahrungen mit meiner Anlage, die ich letztes Jahr im Mai, nee, im Juni gebaut habe, genau. So, mein System in Zahlen. Ich habe zum jetzigen Zeitpunkt etwa 5 Kilogramm Fisch in den 1,5 Kubikmeter Wasser. Das heißt, ich habe es noch lange nicht ausgereizt. Ich könnte dreimal mehr Fische haben, aber ich mache es schön langsam. Ich habe 4,5 Quadratmeter Gemüsebeet. Also wenn man von oben drauf schaut, weil die Pflanzen natürlich zu den Seiten ein wenig ausladend sind. Und ich verfüttere etwa 3 Kilo Wasserlinsen pro Tag, 5 Monate im Jahr, ganz grob. Ja, wenn ich das Wasser wärmer bekommen würde, dann müsste ich viel mehr verfüttern und die Fische würden auch schneller wachsen. So, was braucht es für die Instandhaltung für so ein System? Also man muss natürlich die Fische füttern. Und das Praktische ist aber, mit den Wasserlinsen ist es so, ich kann da relativ viel auf einmal füttern, so dass es mehrere Tage hält. Weil die Wasserlinsen, die sind lebendig, die schwimmen oben auf der Wasseroberfläche. Das System wird kontinuierlich belüftet mit der Luftpumpe. Das heißt, die Fische ersticken da nicht, wenn ich das komplett abdecke mit Wasserlinsen. Das macht denen gar nichts. Und die futtern so lange die Wasserlinsen, bis sie eben komplett weg sind. Und ich hatte es letztes Jahr auch schon so gemacht, dass ich mal so viel reingeschüttet bin, dass ich für 10 Tage weg konnte. Und als ich wieder gekommen bin, waren immer noch ein paar Linsen da. Also das funktioniert, wenn man nicht so viele Fische hat. Hätte ich jetzt statt 5 Kilo 15 Kilo Fische gehabt, hätte das natürlich nicht funktioniert. Was man auf jeden Fall wöchentlich machen muss, ist den pH-Wert checken. Der sollte zwischen 6 und 7 liegen. Und was ich schon gesagt habe, ganz wichtig, der Nitratwert. Der Nitratwert, der sollte über 20 ppm liegen, weil wenn er drunter liegt, dann heißt es, dass meine Pflanzen nicht optimal versorgt sind. Das heißt, die wachsen dann zu langsam. Und wenn ich über 150 ppm liege, dann muss ich sofort handeln. Dann muss ich sofort Wasser aus dem System rausholen und Trinkwasser nachgießen, um diesen Wert runterzubekommen, weil es ansonsten den Fischen schadet. Ja, und wenn mein Wert zu niedrig ist, dann brauche ich einfach mehr Fische oder ich muss nachdüngen. Wasserstand, Technik und eventuelle Verstopfungen würde ich auch jede Woche checken. Ja, der Wasserstand darf nicht zu niedrig sein, weil sonst die Pumpe trocken läuft und dann zirkuliert das System nicht mehr. Das ist ganz schlecht. Man muss immer checken, ob die Pumpe und auch der Luftausströmer, dass der funktioniert. Ansonsten haben die Fische ein Problem mit ihrer Atmung.
Und man braucht eine dichte Bepflanzung. Man muss sich also darum kümmern, dass da immer Pflanzen drin wachsen, die auch wirklich eine große Fläche haben und die Fläche möglichst vollständig bedecken, weil die Pflanzen sind wichtig dafür, dass eben dieses Nitrat aus dem Wasser gezogen wird. Und wenn man jetzt keine Lust hat, sich großartig um das Gemüse zu kümmern, dann kann man da auch irgendwas schnell wachsendes reinpflanzen, was man gar nicht beerntet, Schilf oder sowas, das würde auch gehen. Es ist nur wichtig, dass möglichst das ganze Jahr über eine dauerhafte Bepflanzung da ist. So, wie teuer ist der ganze Spaß? Das Teuerste daran ist tatsächlich dieses Medium in den Beeten. Also das ist entweder Kies oder Blähton oder eben in meinem Fall Lavasplit. Lavasplit ist noch relativ günstig. Man braucht also, ich glaube, ich habe mir 900 Kilo habe ich gebraucht, um diese drei aufgeschnittenen IBC-Container aufzufüllen. Das dauert auch ein bisschen, bis man 900 Kilo Split bewegt, aber ich glaube, in 2 Tagen hatte ich es geschafft. Also ein paar Stunden Arbeit ist es schon. Man braucht 3 IBC-Container, die kriegt man meistens ganz gut gebraucht. Da sollte man ein bisschen drauf achten, was da vorher drin war. Nicht, dass da irgendwie, was weiß ich, Glyphosat oder sowas drin war oder irgendwas Giftiges, Krebserregendes. Am besten sollten da nur Lebensmittel drin gelagert worden sein. Sowas wie Melasse oder Essig oder so ist häufig drin gewesen. Dann ist es okay. Man kriegt ein IBC gebraucht für, also wenn man richtig Glück hat, kriegt man den für 50 Euro, vielleicht auch für 40 Euro. Und ja, aber mehr als 100 Euro wird man dafür auch nicht ausgeben. Da braucht man natürlich noch einige Rohre und Verbinder und Winkel und so weiter, was man alles im Baumarkt kriegt. Das zusammen habe ich jetzt mal auf 200 Euro geschätzt. Man braucht noch eine Pumpe und einen Belüfter. Das kostet zusammen auch etwa 100 Euro und dann braucht man noch Wassertests, hauptsächlich für Nitrat und pH-Wert. Und anfangs muss man auch noch andere Werte messen, wie zum Beispiel Ammoniak und Nitrit, aber da komme ich jetzt später noch drauf. Wie gesagt, steht auch alles in dieser Broschüre hier, Small Scale Aquaponic Food Production. Die ist auch richtig gut. So, was noch wichtig ist. Und was zum Beispiel in dieser Broschüre nicht drin steht, diesen Pumpentank, wo einfach nur, also ich zeige nochmal das Bild hier, dieses Ding hier unten, wo einfach nur die Pumpe drin ist, den würde ich auf jeden Fall auch nutzen, um Wasserpflanzen zu ziehen. Ich habe hier zum Beispiel Feilkraut drin. Da gibt es auch einige Arten, die man essen kann. Die machen so golfballgroße Knollen. Auf Englisch heißen die Duck Potato, also Entenkartoffel, als ein Beispiel. Ganz wichtig, der Fischbesatz ist erst möglich, wenn das Nitrit nicht mehr nachweisbar ist im Wasser. Also Nitrit ist wie das Nitrat auch eine stickstoffhaltige Verbindung, die ist aber sehr, sehr viel giftiger als das Nitrat. Und es ist also so, wenn man das System fertig aufbaut, kann man es direkt bepflanzen. Aber man muss anfangen zu düngen. Am besten mit was Ammoniak freisetzt, also zum Beispiel irgendwas Proteinhaltiges. Ja, also manche Leute schmeißen auch einen toten Fisch rein und lassen den so ein bisschen vergammeln, weil dieses zersetzende Protein eben Ammoniak freisetzt. Und dieses Freisetzen der Ammoniak ist wichtig dafür, dass sich Bakterien ansiedeln, die den Ammoniak abbauen. Und das wird abgebaut zu Nitrit. Und das Nitrit wiederum muss abgebaut werden von anderen Bakterien zu Nitrat. Und erst wenn dieser ganze Zyklus funktioniert, erst dann können die Fische rein, weil für die sowohl Ammoniak als auch Nitrit sehr giftig ist. Das heißt, man muss so lange das System messen, bis man auf dem Test liest, dass kein Nitrit mehr drin ist. Das hat bei mir, ich glaube, über 4 Wochen gebraucht. Ich habe immer wieder mit Harnstoff gedüngt, was eben zu Ammoniak zerfällt. Und ja, es hat 4 Wochen gedauert, bis die Wasserqualität so war, dass ich die Fische reinsetzen konnte. Und vorher sollte man es auf keinen Fall tun. So, auch ganz wichtig, Winterbepflanzung. Habe ich ehrlich gesagt ein bisschen verpennt letztes Jahr. Da muss man rechtzeitig dran denken, dass man halt im August am besten schon anfängt, Grünkohl und so weiter vorzuziehen. Also Grünkohl, Spinat, Salat, Feldsalat vielleicht auch schon, solche Sachen.
damit man die dann im Herbst, wenn man die, wenn das Gemüse abstirbt, dann direkt nachpflanzen kann, sodass man da im Winter eben Pflanzen hat. Zum einen ist es gut für die Wasserqualität, weil die Pflanzen natürlich Nitrat aus dem Wasser holen, und zum anderen nutzt man damit natürlich das System. Also man kann es auch beernten im Winter, logischerweise. Was in dem System, was ich jetzt fahre, ganz wichtig ist mit den Wasserlinsen, sind Kompostwürmer. Und ich würde sagen, man braucht mindestens 300 Gramm Würmer auf 1 Kilo Fisch, weil das eine ganz andere Geschichte ist im Vergleich zu Pellets gefütterten Fischen, weil die Pellets, die sind ja im Prinzip gepresster Staub, und der Fischkot, der ist ganz fein und zerfällt sofort. Im Gegensatz zum Fischkot von meinen Fischen, die fressen nur Wasserlinsen, und der ist extrem faserig. Also der ist voll mit Zellulosefasern, und die hängen sich überall im System fest. Und dafür brauche ich viele Würmer, damit die das klein fressen, weil mir sonst einfach die Beete zustopfen. Habe ich auch später noch Bilder, wo man das sieht. Dann würde ich auf jeden Fall auch noch ja, Teichlebewesen einsetzen, Wasserschnecken, Wasserasseln, Teichschlamm, um auch einfach mal eine Vielfalt an verschiedensten Bakterien zu haben, die in Teichen so vorkommen, die eben auch mithelfen, dieses ganze faserige Zeug zu zersetzen, damit es einem die Rohre nicht zusetzt. Und aus Experimenten kann ich sagen, die Graskarpfen, die fressen auch Nacktschnecken, worüber ich ganz froh bin, weil ich ehrlich gesagt keine Lust habe, Nacktschnecken zu sammeln und die dann ja zu zerschneiden oder zu kochen oder im Klo runterzuspülen oder was weiß ich, was die Leute noch alles machen, was ich schon gehört habe. Ich sammle die und schmeiß die einfach alle in mein Fischbecken, und die Fische freuen sich und die schleimigen Dinger sind sofort weg. Die fressen so ziemlich alle Pflanzen, also deswegen heißen die ja auch Graskarpfen. Also man kann wirklich seinen Rasen mähen und den gesammelten Inhalt in den Fischtank füllen, und die fressen das. Die fressen alles, was weich ist, und die Stängel bleiben übrig. Da muss man so ein bisschen aufpassen, dass man das nicht zu häufig macht, weil man dann irgendwann diese Stängel ja in den Rohren hat, und dann können sich Verstopfungen bilden. Also ich bin davon abgekommen, ich fütter nur noch Wasserlinsen. Und Essensreste kann man auch füttern, also die fressen eigentlich so ziemlich alles. Also auch Reis, Spaghetti, Fleisch. Ja, es darf halt nur nichts, es müssen halt kleine Stückchen sein. Aber dann kriegen die alles runter. So, hier noch ein paar Bilder von meinem System. Das war also letztes Jahr im Juni, als ich es gerade aufgebaut habe. Hier sieht man noch, hier ist noch gar kein Kies drin. Habe ich es erstmal nur mit Wasser gefüllt, um zu sehen, ob alles dicht ist. Sollte man auf jeden Fall machen, bevor man 900 Kilo Kies da reinfüllt, weil es ein bisschen doof, wenn man den dann wieder rausholen muss. Und wie gesagt, am Anfang habe ich jeden Tag Harnstoffdünger gedüngt, der zu Ammoniak zerfällt, um diese Bakterienpopulation anzureichern, die eben Ammoniak zu Nitrit verstoffwechseln. Und dann noch die Bakterien, die man braucht, um Nitrit zu Nitrat zu verstoffwechseln. Und vorher Fische nicht reinsetzen. Ganz wichtig. Das hier ist der Pumpentank. Da habe ich so eine Taro-Pflanze reingesetzt, die riesig geworden ist, wie man auf den nächsten Bildern gleich sieht. Und genau am Anfang habe ich die Pflanzen eben hydroponisch gedüngt, weil ich noch keine Fische reinsetzen konnte. Das ging eigentlich auch ganz gut. So sah es dann 2 Monate später aus. Also hier die gleiche Taro-Pflanze im Vergleich zu meiner Hand. Die wurde auch noch größer. Die habe ich dann irgendwann rausgenommen, weil die alles schattig gemacht hat. Und man sieht hier, das ist ein richtiger Urwald geworden aus Gurken und Tomaten und Bohnen und Chilis und was ich da alles noch reingesetzt habe. Das hier ist Wasserspinat. Also sieht vielleicht ganz lustig aus, aber war eigentlich total bescheuert. Ich habe viel zu viel da reingepflanzt, weil ich nicht wusste, dass das alles so gut angeht und direkt wie eine Rakete abgeht. Das heißt, ich hatte da irgendwann so ein Dickicht und bin gar nicht mehr hinterhergekommen, da irgendwie noch Sachen zurückzuschneiden. Und die Sachen haben sich dann aber gegenseitig so stark beschattet, dass das wahrscheinlich dem Ertrag nicht so zuträglich wäre. Also weniger wäre sicher mehr gewesen. Mache ich jetzt dieses Jahr auf jeden Fall anders. So, dann kam der Winter. Da gab es auch Frost. Also hier sieht man im Fischtank eine dicke Eisschicht. Die war
in den kältesten Tagen, glaube ich, schon so 10, 15 Zentimeter dick. Und irgendwann ist mir auch das Belüftungsloch zugefroren. Das heißt, es war eine geschlossene Eisdecke. Da hatte ich dann schon Sorge, dass die Fische das nicht schaffen. Aber haben sie alle überlebt. Darüber bin ich auch jetzt noch ziemlich erstaunt, wie hart im Nehmen die Graskarpfen sind. Ja, wie gesagt, man sieht hier so ein bisschen Petersilie ist es. Da habe ich noch ein bisschen Brunnenkresse, aber ich habe es leider größtenteils einfach verpennt, rechtzeitig die Winterbepflanzung in Gang zu setzen. Deswegen ist da so viel Freifläche, also so viel Kies zu sehen. Das ist auf jeden Fall nicht optimal. So, Mai 24, das ist also jetzt. Ich glaube, die Bilder sind vor 3 Tagen. Ja, also so sieht es aktuell aus. Also da sind Salate zu sehen. Die sind auch schon ziemlich groß, größer als ein Kopf. Kohlrabi ist drin, Petersilie. Chili-Pflanzen habe ich reingesetzt und Melonen. Ich habe hier noch so ein Rohr, so ein Röhrensystem aufgehängt. Da wird also auch ein Teil von diesem Pumpentank hier hochgepumpt. Der läuft dann hier so im Slalom durch und da stecke ich dann Salatpflanzen und so weiter rein, um noch zusätzlich ein bisschen Pflanzfläche zu haben. Genau, also hauptsächlich mache ich dieses Jahr Chilis, Melonen und Wasserspinat. Also das Wasserspinat ist dieses Ding hier, was ich sehr empfehlen kann für so ein System. Ich glaube, es kommt aus Vietnam, wächst aber auch sehr gut hier. Dann zu den Problemen in meinem System. Ich hatte das schon angesprochen. Das größte Problem, was ich bisher hatte, ist der faserige Fischkot. Und man sieht das auch auf den Bildern hier ganz gut. Also hier ist der Zulauf vom Fischtank ins Pflanzenbeet. Ja, und das läuft gar nicht mehr richtig ab. Das ist hier so eine Pfützenbildung und hier sieht man den Fischkot. Und das ist, ja, wenn man es in die Hand nimmt, es besteht einfach aus lauter Zellulosefasern, aus den Wurzeln von den Wasserlinsen. Und glücklicherweise stürzen sich da aber auch die Regenwürmer drauf und fressen das die ganze Zeit, aber sie kommen noch nicht so richtig hinterher. Ich habe jetzt vor wenigen Tagen meine Wurmpopulation aufgestockt. Und hoffe, dass die das jetzt schnell wegfuttern. Wenn nicht, muss ich wahrscheinlich noch irgendwie einen zusätzlichen Filter einbauen, um ja, der Sache Herr zu werden. Aber das ist halt einfach Learning by Doing, ganz normal. So, und dann habe ich noch Lichtmangel und Kälte. Das ist einfach dem Standort geschuldet. Das Gewächshaus, wo das Aquaponiksystem drin ist, das ist einfach unter einer riesigen Ulme und die macht halt ordentlich Schatten. Und ja, mehr Sonne wäre auf jeden Fall besser gewesen, weil mehr Sonne heißt, die Pflanzen wachsen besser und die Fische wachsen auch besser. Aber ja gut, ich muss jetzt mit dem zurechtkommen, was ich gerade habe. Meine positiven Erfahrungen, das Pflanzenwachstum, damit habe ich nicht gerechnet, dass die so schnell wachsen. Also das kenne ich, auch aus, ganz normaler Erde nicht. Also die gehen wirklich ab wie Raketen, besser auch als Hydroponik. Was ich auch spannend finde, ist, dass bei der Hydroponik, wenn man einen pH-Wert über 6,5 oder sogar über 7 hat, läuft gar nichts mehr. Da werden die Pflanzen gelb und verkümmern. Und das Gleiche in der Aquaponik funktioniert aber. Ich habe überhaupt keine Ahnung, woran das liegt. Aber ich hatte lange einen pH-Wert von über 7, was eben nicht optimal ist in meinem Aquaponiksystem. Und es gab einfach keine Probleme mit Pflanzenwachstum. Also irgendwie ist das weniger fehleranfällig, wie es scheint, als die Hydroponik. Über die Fischgesundheit bin ich auch positiv überrascht. Ich hätte gedacht, dass ich im Winter ein paar verliere, war aber nicht der Fall. Ein paar Fische sind mir leider rausgehüpft aus dem Tank. Deswegen habe ich da, man sieht es, glaube ich, auf dem Bild hier, genau hier habe ich so ein Stück Holz hier in die Ecke gelegt, weil hier ab und zu welche rausgesprungen sind. Genau, Urlaubsmanagement, das hat auch sehr gut funktioniert. Hatte ich erzählt, dass ich 10 Tage wegfahren konnte und alles reibungslos verlaufen ist, indem ich die einfach sozusagen vorgefüttert habe mit Wasserlinsen, was man mit Pellets ja nicht machen kann. Also wenn man einfach die Ration von 10 Tagen Pellets in den Tank auf einmal reinschüttet, dann werden die Fische alle sterben, weil alles weggammelt, logischerweise. So, genau, Winterhärte, wie gesagt, Fische und auch die Würmer haben den Winter gut überstanden. Da hatte ich auch Sorge, dass mir die Würmer alle krepieren, weil die sich ja nicht bei Frost nach unten wegbuddeln können.
Die sind ja mitten in der Luft sozusagen, haben sie aber alle überstanden, wie es scheint. Und ich bin auch sehr zufrieden mit dem Zeitaufwand. Der ist sehr überschaubar. Also ich muss nicht viel Zeit aufwenden, damit dieses System gut funktioniert. So, dann möchte ich nochmal die Tabelle zeigen von vorhin, wo ich verschiedene Möglichkeiten der Versorgung mit DHA und EPA verglichen habe. Und jetzt habe ich hier unten noch das System ergänzt, Wasserlinsen, Graskarpfen. Möchte das noch mit den anderen Sachen vergleichen. Was den Preis angeht, denke ich, kann man das auf jeden Fall billiger produzieren als den Zuchtfisch, weil der Zuchtfisch braucht ja Soja, Getreide, Fischmehl, alles Sachen, die nicht so billig sind. Auf jeden Fall sind Wasserlinsen billiger, weil die so schnell wachsen auf so einer kleinen Fläche. Nachhaltigkeit ist auf jeden Fall sowas von da, weil ich habe gar keinen externen Input. Ich kann alles lokal produzieren, alles aus lokalen Ressourcen. Die Konzentration von DHA und EPA habe ich vorhin gezeigt. Die wird ungefähr auf dem Niveau von Zuchtfisch sein oder eben besser. Also in dem Beispiel, was ich gezeigt hatte, lag es ja zwischen Seefisch und Zuchtfisch, also Wildlachs und Zuchtlachs. Belastung wird kaum da sein, weil ich verfütter kein Fischmehl und ich kann alle Ressourcen selber erzeugen und kontrollieren. Und ich habe natürlich auch Proteine und weitere Nährstoffe im Vergleich zu Algenöl oder Fischöl, zusätzlich zu den Omega-3-Fettsäuren. So, und zum Schluss noch der Ausblick. Ich habe tatsächlich, muss ich zu meiner Schande gestehen, noch keinen einzigen Fisch aus dem System gegessen. Ich habe die Fische ja seit, ich glaube, 9 oder 10 Monaten da drin und die sind halt einfach noch nicht groß genug, die wachsen noch. Wenn ich auf jeden Fall dieses Jahr einen essen werde, werde ich gleichzeitig auch eine Analyse ins Labor schicken und den Fettgehalt checken lassen und vor allem natürlich auch die Fettsäurezusammensetzung, weil ich wirklich wissen möchte, funktioniert das auch so, wie ich mir das vorstelle, weil bisher habe ich ja nur diese Daten aus den Studien benutzt. Muss ich aber selber natürlich noch den Nachweis erbringen, dass das auch alles wirklich so funktioniert. Dann möchte ich den Fischbesatz erhöhen, einfach um das System ja, auszureizen, zu checken, wo die Grenzen sind. Da muss ich wahrscheinlich mir noch mehr Würmer besorgen oder einen Filter einbauen, um diesen faserigen Fischkot irgendwie damit klarzukommen. Ich möchte auch noch weitere Fischarten testen. Ich habe jetzt schon einige wenige Spiegelkarpfen und Schleien da drin. Und ich möchte natürlich das System auch in Zukunft nochmal größer bauen, weil ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Aspekt für ja, eine gewisse Teilautarkie ist. Also ich habe nicht vor, mich zu 100% selbst zu versorgen. Das stelle ich mir extrem schwierig vor und anstrengend. Aber ich möchte auf jeden Fall einen Teil von meinen Lebensmitteln selber produzieren. Und das geht, glaube ich, extrem gut mit so einem System, weil es ist ansonsten wirklich schwierig, tierische Produkte herzustellen, ganz aus eigener Kraft, so ganz ohne Kraftfutter und so weiter, ist gar nicht einfach. So, und ich möchte natürlich auch dazu beitragen, dass diese Idee verbreitet wird. Ich finde es auch ja, ein bisschen absurd, dass das nicht noch mehr gemacht wird. Es ist eigentlich aus meiner Sicht total naheliegend, dass man sich die Pflanze raussucht, die halt am schnellsten wächst und die mit dem Graskarpfen kombiniert, weil der Graskarpfen halt sehr gut mit Pflanzenfutter zurechtkommt. Aber wenn man sich mit in Aquaponik so umschaut in der Szene, dann machen eigentlich fast alle die gleichen Fische, also fast alle machen Tilapia mit Pellets. Einige fangen schon an, Wasserlinsen zusätzlich zu züchten, ist ja schon mal gut. Aber ich habe tatsächlich noch keinen einzigen gesehen, der Graskarpfen züchtet und die mit Wasserlinsen füttert. Deswegen hoffe ich, dass das vielleicht irgendwie andere Leute auch noch nachahmen. Falls ihr das macht, gebt mir auf jeden Fall Bescheid. Dann können wir uns gerne austauschen. Und damit bin ich auch schon fertig mit dem Vortrag und bedanke mich.